Abend, willkommen bei Let's Dance, das Magazin. Mein Name ist Frauke Ludewig und das sind meine Gäste. Elton, Barbara Schöneberger, Bernhard Dietrich und Anne Hamelke. Für einen Empfang, meine Showhasen. Ja. Ist das nicht schön? Barbara, ja. Dein Leben ist einsam, wir wissen das alle. Wenn du mein nettes Gesicht sehen willst, musst du in den Spiegel gucken. Ja. Wir wollen das ändern. Wir geben für dich eine Party. Was hältst du davon? Ich freue mich. Ja, genau. Du weißt, was du tun musst. Kopfhörer auf und abgedreht von uns. Hörst du uns so? Nein, nein, ist alles gut. Gut. Wunderbar, dann verteile ich jetzt mal die Rollen der Gäste an euch. Und zwar, ihr kommt in der Reihenfolge Lars, Oliver, Elton. Ich klingel euch dann schön rein. Und zwar Lars, du bist die Stimme des Glaubens, Xavier Naidu. Wurdest allerdings von den Apachen an einen Marterpfahl gebunden. Auch noch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie man das spielt, aber es hat irgendwie was. Oliver, du bist Kummer gewohnt, erst recht jetzt, da du Sportlehrer an der Rütli-Schule geworden bist. Aber du bist wahrscheinlich sowieso der Ausgangspunkt allen Übels ja, da. Ja, wahrscheinlich. Und Elton, du bist einer von diesen typischen, sympathischen Kirmesansagern. Ne? Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, das ist doch was. Also ich finde, wenn Barbara da nichts findet... Selbst schuld. Genau, selbst schuld. Hallo, Urmele. Urmele, hier ist die Mama. Ja. So, für die Mama habe ich jetzt Gäste eingeladen. Ja. Lass dich einfach überraschen. Geburtstag? Nein, es ist ein Fest, egal. Einfach so. Ach, ich feiere einfach mal. Feier einfach mal so, um mal jemanden kennenzulernen. Wasser, Fanta, Cola, Chips, Pepsi. Ich warte auf meine Gäste. Hallo. Oh nein. Komm rein, komm doch erst mal rein. Ich will frei sein. Ich will frei sein. Verstehst du? Na sicher. Ja. Ich nehme an, ich brauche dir nicht das Haus zu zeigen. Du kannst ja gar nicht laufen, ne? Das ist das Problem, ja? Soll ich es mal rausnehmen? Sonst kannst du ja gar nichts von dem leckeren Kartoffelsalat essen. Kartoffelsalat? Oh! So. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Vom Horizont. Das ist ein Netto. Helfen Sie mir doch, Mensch, es geht ab. So, ja. Hallo. Oh, Aische, das ist ja zu toll, dass du auch mal wieder Zeit hast, hier im Unterricht vorbeizukommen mit uns anderen. Das ist so schön von dir. Ich muss nur eine kurze Ansage an die ganze Klasse machen. Leute, Folgendes ist passiert. Der Aische hat schon wieder einen Klassenkamerad in der 5-Minuten-Pause das komplette Koks aus dem Turnbeutel geklaut. Leute, das ist nicht lustig, da ist ihre Mutter 3 Wochen für auf den Strich gegangen, ja? Gebt das bitte zurück. Ich lore es ja wohl nicht. So. Okay. Folgendes. So. Wenn er das so lustig findet, machen wir jetzt mal alle zusammen 3 Stunden Circle-Training. Wie findet er das denn? Hä? Finden wir im Prinzip gut. Ich will nur vorher noch dich kurz mit den Gästen bekannt machen. Das ist... Sie sieht mich einfach nicht. Ah, das ist extra aus Mannheim gekommen. Sie einfach nicht. Du Deutsch, du Deutsch. Immer wieder dabei sein, immer wieder einsteigen, immer wieder dabei sein, reinstürzieren, immer wieder dabei sein. Jetzt geht's ab, jetzt geht's auch rückwärts her. Meine Damen, das ist eine Mörderparty hier. Hier,
Ich hoffe, du hast genug Mikrofone für die ganze Klasse dabei. Ja, immer wieder lose kaufen. Komm, komm ich ran will hier. Frei komm, sein! Schock hier, frische lose Soll ich dabei. Ich da hinten losmachen? Oh, ja. Mann, Mann. Und jetzt mal alle die Hände in den Himmel. Nicht berühren, nicht berühren. Nicht berühren. Nicht berühren. Eiche. Das bringt Unglück. Ja. Ich bin menschlich wirklich sehr enttäuscht von dir. Wir hatten da oft drüber gesprochen, dass wir direkt nach dem Unterricht zusammen die ganzen Geräte wieder in den Geräteraum bringen. Ja. Jetzt guck mal hier. Was ist das? Da liegt der Medizinball. Also jetzt mal ehrlich. Das kann ja wohl nicht sein. Also wirklich, ich glaube das ja wohl nicht. Da kann man ja wohl mal. Ehrlich. Wenn wir zusammen anpacken, hier den Ruckzuck. Komm jetzt, bitte. Mann. Hört doch mal auf mit dem blöden Geklatsche hier. Ich komme ja ganz raus. So. Also eine Party zu schmeißen ist toll. Allerdings möchte ich keinen Sozialpädagogen haben, ich der in der Rütli-Schule den Unterricht sein Sport! Ja. Sportlehrer! Ja. Xavier? Ja? Bist du's? Ja. Wo sind denn deine Söhne? In Mannheim. Mein Gott! Alles skalpiert. Oh nein, du bist von einem Indianerstamm überfallen und? Worden und gefesselt. Am? Am Wasserfall. Oh, lieber Mara, wenn du nett zu mir bist, dann kannst du dir was aus der Kleingewinnekiste hier raussuchen bei mir. Und was du beruflich machst, ist mir ziemlich egal. Hier! Ich möchte lösen! Ruhig! Zirkus, wie heißt es hier so? Karussell, Schiffschaukelbremser. Schiffschaukelbremser mit Ambition zum Moderator. Also irgendwo auf der Kirmes hier so ein Verkäufer. Ich dachte, du hättest es so gehabt, weil du warst sexuell schon so nah dran. Wo sitzen die? Die sitzen da oben in diesem Leuchtturm immer und Leuchtturm? Und sagen, die nächste Runde jetzt nochmal rückwärts. Jo, war ja, schon. Ja. Genau. Kirmesansager, wie so. Heißen die denn? Ach, schon richtig! Kirmesansager!